Es ist Dienstag, 20 Uhr und wir sind immer noch in God of War Ragnarök. Hier sind noch mehr. Ganz frisch. Sind die alle durch das kaputte Symbol gekommen? Das oder Odin hat den Schutzzauber komplett versaut. Der Arsch. Aber die Feinde sind ganz schön groß aus, muss ich sagen. Was, ne? Siehst du? Nur Tierspuren. Ich meine, da hat auf jeden Fall jemand erstmal freundlicherweise für uns die komischen Typen getötet. Oh, das sieht ja nach einer Falle aus. Da können wir die mal wissen von nahe gucken. Aber die Pfeile sind schon ganz schön heftig groß und fett, ne? Also die von Atreus, die Pfeile, die waren ein bisschen dünner. Bin durch den Kopf. Also es ist halt von den ganz schön vielen schnell. Ob Ole Freya mal kurz, Eigentor für Tor. Thorn Asgard 1-0. So, Dornenranken. Ja, ja, kenne ich noch aus dem Vorgänger. Angeblich unzerstörbares Hellzeug. Brennt aber hervorragend. Fast bei der Brücke. Oh, die Brücke ist hinüber. Wir brauchen einen anderen Weg zum Tempel. Warum bist du allein hierher gekommen, Junge? Ich hatte Träume, die mich herriefen. Wie du wieder aussiehst. Ja, ich ahne irgendwie, dass die Leute in dieser Welt nicht... Hey, zieh das mit deinen Klingen runter. Ja, danke, bitte. Sohn. Wow, der hier lebt noch. Nein, sieh genau hin. Jetzt noch Hehlräuber? Wer tut sowas? Wir dürfen wohl nicht hoffen, dass ein Feind eine von denen unser Freund ist. Manche Gegner halten eine Libertanien, verbrennen sie eingefroren. Das ist ja wieder Chaosklinge. Ach so. Im Ernst, wer würde Räuber auf diese Art aufhängen? Hehlräuber. Der gewöhnliche Hirschräuber, nur tot und deshalb weitaus gefährlicher. Unerbittlich rasend wütende Kreaturen. Ein bisschen Feuer sollte ihnen helfen, sich zu beruhigen. Ja gut, das ist wahrscheinlich kein schönes Schicksal für die Menschen. Also wenn du davon so direkt betroffen bist. Siehst du etwas da unten? Nö. Aber das hält mich hier nicht davon ab, runterzugehen. Echt? Einfach nur ein Schatz? Sonst nix? Ist das genau die gleiche Stelle, wo im Vorgänger auch hier irgendwie so ein Ding rumlag? Wenn ich die Axt nicht ausgerüstet hätte, würde er das auch tun? Aber interessant, dass sie die Klingen so weit haben, dass vor allem das Atreus irgendwas Analoges hat. Oder dieses... Warte mal, Naja, die Hexen wollen anscheinend nicht... Obwohl, es sind ja gar keine Hexen, das sind ja Eulenanhänger. Das ist, Hexen haben noch gar keine King gelernt. Die haben halt tatsächlich nur... Verdammt, Bruder, was war das? Etwas Starkes und Gefährliches. Sei auf der Hut. Oh ja, ich bin immer zu auf der Hut. Ja, lass uns doch einfach mal investigieren. Oder hinten ist Blut. Wollen wir da lang? Was sagt denn die Karte zu dem Thema? Die Karte zu dem Thema sagt, dass sie verdammt ungenau ist und mir nicht weiterhilft. Aber da vorne liegt auf jeden Fall eine Truhe. Wahrscheinlich ist es nur so eine dumme Hexe oder was so. Was es auch ist, es ist schnell. Achso, es könnte natürlich auch eine Valkyrie sein, ne? Obwohl, Valkyren sind nicht dafür ihre Bogenschießkünste bekannt, oder? Wie hieß die griechische Göttin der Jagd? Hera? Nee, das bin ich Hera was nicht. War es eine Göttin der Jagd? Nee, es war der Gott der Jagd, ne? Die Griechen hatten es nicht so mit Göttinnen, die irgendwas progressiv machen. Das, aber das ist würde mir jetzt so spontan einfallen, was hier irgendwie schnell und jagend ist. Und das sind, ja, ist ja gut mit euch hier. Eingefroren! Was jetzt? Peter, dir Vater! Ja, ich, ich bin gerade weg, oder? Das ist ein bisschen problematisch, dass die mich herumrennen. Alter, dass die mich herumrennen, das ist extrem ärgerlich. Was soll denn das? Ich kann nur mit einer Gegnerrichtung klarkommen. Artemis. War Artemis doch eine Göttin? Nee, das war ein Typ, ne? Wäre jetzt so spontan meine Idee, dass das seine... Aber ich glaube, Kratos war relativ gründlich beim Auslöschen von so diversen Viechern, ne? Also ich kann mich nicht erinnern, dass er dafür Zurückhaltung bekannt Was war. Was es auch ist, es ist schnell. Das ist die Axt, die macht leider keinen Schaden gegen das Zeug. Ach nee, die Truhe? Die Truhe ist schon gelootet. Das hat er abgespeichert, aber nicht die Dorn. Na, das ist ja auch ein... Mir fällt gerade so ein, Sohn kann ja auch noch rumballern, ne? Gut, der hat wahrscheinlich gerade null Magie drauf auf seinen Schüssen. Aber theoretisch könnte er ja doch. Nicht da! Eingefroren! Was jetzt? Ja, warum kämpft mich das denn ein? Ja.
Das dauert ganz schön lange, bis die auftauen, ne? Achso. Okay, also wenn man die eingefrorenen... Also das eingefrorene ist quasi das neue... Alter, das sind ganz schön lästig, diese Typen, ne? Weil die halt doch ziemlich konsistent zuschlagen, bis die immer aufhören damit. Huh. Okay, die sind in der Tat ein bisschen nervig. Okay, gut, aber es war auch komplett optional, hier drin zu laufen, ne? Also ich hoffe, wir müssen nicht mehr gegen so viele Eisgegner kämpfen, bis ich ein Upgrade für die Axt finde. Weil das war ja doch schon... Was war vor allem jemand, der uns meidet, ne? Das ist der Tempel. Suchen wir einen Weg herum. Oh. War das der Weg herum, den ich gerade... Oh, okay, der war es vielleicht doch nicht so optional, was ich gerade gemacht habe. Achso, lol, ich kann hier hochklettern. Ich bin einfach nur dumm. Ja, stellt sich wahrscheinlich raus, dass dieser Tempel, den wir... Wo wir letztes Mal keine Wege angeguckt haben, dass das doch ganz so bedeutsam ist. Weißt du noch, als ich sagte, jemand könnte uns Antworten zu den Riesen und Loki geben? Du meinst Tyr, der alte Kriegsgott in diesen Landen, der tot ist. Also für einen Toten war Odin sehr versessen darauf, dass man ihn nicht findet. Nicht wahr? Er weiß, dass Tyr die Welten gegen ihn vereinen könnte. Und Tyr war der stärkste Verbündete der Riesen, also... Genug. Ja, das, man, das mit dem Tod ist ja auch so relativ, ne? Wir hätten ja anscheinend auch in das Licht reinrennen können. Wir kriegen andauernd irgendwelche Visionen von Olle Fay. Laufey der Gerechten. Was jetzt irgendwie auch so ein bisschen so klingen lässt, als wäre sie nicht wirklich tot. Diese Insekten hier überall, ne? Kommt mir echt so vor, als hätten diese Leuchtenkäfer irgendwas zu bedeuten. Das sind so viele da und so auffällig vor allen Dingen noch. Oder sind die wirklich im einfach nur im Dunkeln so ein bisschen Akzente setzen? Ja, auf jeden Fall, das ist, glaube ich, ja noch nicht so richtig, dass die Leute hier tatsächlich alle wirklich so endgültig dolle tot sind. Vorsicht! Ey, das Perry-Fenster ist schon sehr groß. Ja, aber das ist ein normaler Mensch, ne? Mir fällt übrigens gerade so ein, ich kann ja... Achso. Die kehren ja sehr rasch von den Toten zurück. Ja, wirklich, also... Sind nicht die Toten mit den Lebenden irgendwie ein bisschen... Ich muss aber damit rechnen, dass der andere Typ jetzt wahrscheinlich auch sofort wiederkommt, wenn ich ihn jetzt umhaue. Oh ne, der löst sich auf. Na gut, das wäre auch langweilig gewesen, wenn sie den gleichen Trick nochmal gemacht hätten, ne? Gibt's ja nicht wieder diese Dinger an der Decke? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich habe bis jetzt ein so Ding kaputt gemacht und sonst gar nichts mehr. Ich muss übrigens sagen, dass dieses... Ich habe ja auf Qualität optimiert. Das Spiel ist, glaube ich, spielt jetzt wirklich nur auf 30 FPS, oder zumindest wirkt so. Und das fällt schon so ein bisschen auf. Also es wird nicht mehr ganz so... Diese Säule war beim letzten Mal noch nicht im Weg. Ist relativ buttrig weich, muss ich sagen. Ah ja. Tür war der Kriegsgott? Ah ja, doch, ja, kann sein. Okay, warum genau kann ich Säulen wieder zurückhauen? Interessant auch, dass die Säule das komplett überlebt. Ja, das wird schon noch seine... Wie ich gesagt habe, Tyr war mit den Riesen verbündet. Also wäre er auf unserer Seite, wenn wir ihn finden. Und wenn jemand weiß, wer ich sein soll, dann er. Wenn er da draußen ist, müssen wir ihn finden. Wir müssen oder einfach... Das sind viele Fans, Atreus. Was ja, weißt ja, du? Wirst du bald sehen. Der könnte ja auch in einer komplett anderen Mythologie rumhängen, weil ich meine, das, er wusste ja anscheinend auch von den Chinesen und den Ägyptern und so weiter und so fort. Also es ist ja... Was drücken sie? Achso, jetzt kann ich... Achso, jetzt kann ich... okay, gut. Oh, mal wieder so blöd gewesen. Sei gelöst. Ziehen Sie eine Kette und dass er dann nicht durchhängt. Ja, würde ich gerne. Das sieht jetzt schon nach einer anstrengenden Mechanik aus. Wir haben mal dieses Ding gebaut und gut, dass es noch voll vereist gut funktioniert. Echt Glück aber auch. Was meinst du? Ich weiß nicht, was er entdeckt haben will, aber er sagt, er hätte Beweise. Jetzt sind wir hier. Sehen wir es uns an. Ja, wir sollten eventuell auch alle möglichen Raben abschießen, die wir sehen. Viele Tote hier. Wir sollten weitergehen. Viele Tote, die bestimmt gleich wieder aufstehen.
Oh, ja. Flammenpeitschen, die bedrücken sie wieder Hutstämme. Ach so, mit Feuer aufzuladen. Zu spät. Oh. Vater, benutzt deine Klingen. Verbrenn sie. Oh, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Das hätte ich mal. Links sind noch mehr Räuber. Achtung, hinter dir. Aber interessant doch, dass das eine andere Mechanik ist, ne? Das ist schon Level 2. Der Frechheit. Sind alle aufgetaut jetzt hier? Das ist auf jeden Fall wesentlich schneller zu benutzen. Hatte ich nicht, konnte ich irgendwas leveln, dass Gegner, die in Flammen stehen? Jetzt kommen die jetzt wirklich alle nochmal wieder. Okay, das taut die immer sofort auf, wenn ich die damit umhaue. So viele Gegner, das ist natürlich voll effizient. Die Axt hinter dem wieder zurückkommen zu lassen, ne? Oh, Auftrag abgeschlossen. Okay, wir können aufhören, die Axt zu werfen. Wir müssen sie wieder machen. So, kommt ihr jetzt auch zurück? Okay, das machen also nicht alle. Ja, halt viele von denen. Das ist schon ein bisschen anstrengend, dass sie. Achtung, Feuer von oben! Ist das ein Mensch? Ich ahne, dass das. Wir sollten wahrscheinlich genießen. Level 2 Werferin. Wie lange wir es noch mit Menschen zu tun haben, weil ich ahne, die guten Eulenzauber. Das ist der letzte. Räuberspeer. Heute. Achso, eins sind sie keine Räuber. Okay, gut, wir haben nur weiteres Wissen erfahren. Achso, siehst du, so einen gibt's ja auch noch. Ganz vergessen. Upsi. Achso, oh. Naja, das mit der Umgebung nutzen, um Feinde zu besiegen, das werde ich mir bestimmt noch ein paar Mal merken. Okay, Atreus steht da hinten und. Achso, hier ist Zeug. Okay, gut dann. Ja, die waren schon vorher tot. Das ist ein pre-existing Zustand hier. Und hier ist Sohn einfach so durchgekommen? Bin ja trotzdem sehr gespannt, was er jetzt. Ist es nicht schön, dass Fimbul Winter all unsere hilfreiche Magie ruiniert, während neue Schrecken einfach so gedeihen? Welche hilfreiche Magie meint er denn? Wie aufs Stichwort. Wer seid ihr? Achso, halt mal leid. Okay, aber. Oh, das ist jetzt aber. Okay, das Feuer ist leider ärgerlich stark, muss ich sagen. Hehlräuber-Speer. Die gefrorenen Untoten Hehlvariante des Eulenräuber-Speers. Schneller, lauter und kälter. Tja, die gute, ne? Naja, gut. Was steht hier? Töten. Wintermann. Ja, sehr gut. Wer das wohl ist? Wintermann. Die Runen scheinen von Räubern zu stammen, aber ich kenne den Wintermann nicht. Ihre Angriffe sind in letzter Zeit häufiger geworden. Vielleicht ist es der Grund für ihre Rastlosigkeit. Der Wintermann. Vielleicht finden wir ja auch außenfalls mal Freunde. Gut. Ja, so Eisklettern ist auf jeden Fall. Ach, ah, noch mehr. Er ist wirklich gut darin geworden. Ja, stimmt, wir müssen ihn nicht mehr schleppen. Er kann jetzt selber klettern. Wup, wup. Das ist ein echter Fortschritt. Ich meine, er musste ja irgendwie öfter auch in diesen Tempel hier reinkommen, nicht wahr? Und das nächste Bild des Grauens. Ja, wirklich. Okay, das ist. Also, sie werden wesentlich ruhiger. Echte Seite! Wenn man sie einmal kurz mit Feuer auftaut. Greifen die jetzt auch im Nahkampf an? Oh, die können aber. Wie cool! Also, die lernen richtig was dazu, wenn die untot werden. Die können so coolen Shit. Was ist das jetzt hier? Blutvergießen ist nichts Neues für mich, aber so viel davon an einem Morgen? Ja gut, das ist normalerweise treffen wir halt nicht so viele Menschen, ne? Das ist eigentlich so das Ding. Letztes Mal hatten wir halt. Ey, das ist übrigens, ich weiß gar nicht, wo die CD packen jetzt gerade hin, aber das ist die Uncut-Variante, die wir hier übrigens spielen, habe ich das schon erwähnt. Ich musste 5 Euro für die Lieferung bezahlen und der Postbote wollte meinen Ausweis sehen. So toll war das. Aber es war trotzdem billig. Bruder! Vater! Billiger Speer, ohne zu kaufen. Ist das ein Hirsch? Ein Pirscher! Sei auf der Hut! Wir haben
haben wohl unseren Jäger gefunden. Doch, das ist ein komisches... Dein Schild ist kaputt, Bruder. Bleib einfach in Bewegung, ja? Wie, Schild kaputt ist eine Möglichkeit? Denk, das ist ein göttlich gefertigtes... Unverhältnis! Sehen Sie ihn erst hin her! Seine Hörner leuchten! Vielleicht eine Schwachstelle! Seine? Das ist ein bisschen weiblich, klingt zumindest. Nicht da! Sehen Sie ihn erst hin her! Unverhältnis! Mein Schild ist ja kaputt. Ah, ich habe immer noch kein Schild. Wie kann denn das kaputt sein? Au. Also rein von der Logik her müsste so ein Hirsch eigentlich besser brennen, oder? Wie der Ratte. Ach, dafür gibt's sogar ein Achievement. Gute Dame, würden Sie bitte sterben? Na gut, das würde zumindest den riesen... Das würde zumindest diesen riesengroßen Bogen erklären, nicht wahr? Leichte Runenangriffe, weil ich jetzt einen Scheiß gefunden habe. Ja, es ist mir aber egal. Lass mich in Ruhe spielen. Lass mich in Ruhe spielen. Ich will den Text lesen. Bin sie eine. Ja, ist mir alles egal. Ja, ist cool. Aber jetzt, ich will hier eigentlich Lore lesen. Das ist mir viel wichtiger als hier irgendwelche komischen, random Sachen, die ich eh schon weiß. Pirscher. Pirscherjägerin Farian Skadi, ein legendärer Riesen, die für ihre Jagdfertigkeiten berühmt war. Eigentlich sind sie friedfertig, nur auf der Suche nach weiteren Herausforderungen. Doch in letzter Zeit scheinen einige von ihnen viel aggressiver und gnadenloser geworden zu sein. Schwer zu sagen, ob das ausschließlich am Fimbulwinter liegt. Wie bei so vielen Leuten in dieser Welt nehme ich an, dass Odins Herumfuschen in der natürlichen Ordnung etwas damit zu tun hat. Bullwinter Freya, die Räuber Thors und Odins Einmischung und jetzt noch Pirscherinnen in unseren Wäldern. Das ist kein sicherer Ort mehr. Ja, okay, hier... Unmögliches Material, den Zorn der Flamme und der Härte des Eis irgendwo. Damit kann die Leviathan-Axt verbessert werden. Ah ja, die Frostflamme. Die kennen wir schon. Die gab es auch im Vorgänger. Mir fehlt so ein bisschen die Option... Oh, gibt es die vielleicht? Ich habe die nur übersehen. Die Option zu sagen mit... Ja, ich habe das hier alles schon mal im Vor... Okay, jetzt ist echt das Schild kaputt. Das ist ja eine Frechheit. Vater! Der Schild, den Mutter dir gab. Thor hat ihn beschädigt. Aber jetzt... Vielleicht können die Zwerge ihn sich ansehen. Aber warte mal, Der Schild ist tatsächlich von der Riesin. Ich dachte, der sah halt immer so von der reinen Machart, sah der immer so ein bisschen griechisch aus. Ich hatte fest angenommen, dass das ein griechischer Schild ist. Dass er den noch von früher hat. Oh, was ist das hier noch? Text? Kann er mittlerweile selber lesen? Der aschfahle Gott. Es ist die Schuld des aschfahlen Gottes. Sie hat es uns gesagt. Die Hexe. Sie sagt, der aschfahle Gott hat Babaldo ermordet und durch Fimbulwinter ausgelöst. Sie sagt, wenn der Gott stürbe, würde Fimbulwinter enden. Keine Dunkelheit mehr, keine Kälte mehr, kein Ragnarök. Uns ist vor einer Woche das Essen ausgegangen. Egal, wir werden uns bald an das Götterfleisch flammen. Das ist ja wirklich aschfahl. Ich meine, Kratos ist wahrscheinlich eher noch ein bisschen... Gut, der sieht jetzt tatsächlich relativ blass aus, aber an sich müsste er trotzdem einen leicht dunkleren Hautton haben als die Leute, die hier normalerweise wohnen, oder? Warum sind wir hier, Atreus? Also, weißt du noch, die ganzen Schreine, die wir fanden, über die Geschichten der Riesen? Die linke Tafel beschrieb ihre Herkunft und die rechte Tafel ihr Schicksal? Ja, wir fanden viele. Ich hab sie gesehen. Tja, dahinter steckt mehr, als wir dachten. Hier unten war einfach gar nichts. Das ist ein bisschen irritierend, muss ich sagen. 75 Sekunden Abklingzeit, ist ganz schön viel, ne? Aber das sieht ja so nach Bosskampf aus, da habe ich ja jetzt gar keinen Bock drauf. Machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.